sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserem kleinen, heiteren Tee. Naja, nun ist ja zwar nicht jeder ein begeisterter Teetrinker, aber ich hoffe doch im Sinne großzügiger Gastfreundschaft, es anderweitig vielleicht wettmachen zu können. Leider hatte ich zu Anfang schon etwas Pech, es tut mir furchtbar leid, denn ich wollte die Teekuchen aus eigener Produktion mitbringen. Dieser Vorschlag stammte von meiner Frau. Sie sagte, dadurch bekommt der Tee vielleicht eine persönlichere Note und etwas privaten Anstrich, wenn wir diese Bäckerei von uns zu Hause mitnehmen. Ich sagte zu ihr, oh, na ja, bitteschön. Also, wenn du unbedingt backen willst, dann tu es. Wir werden uns sehr freuen. Ich kam also mittags nach Hause, wollte die Teekuchen abholen. Da saß sie in der Küche und weinte bittere Tränen. Ich sag mal, Schatz, was ist denn los? Sie sagte, ja, die Teekuchen sind alle weg, Ich sag, wieso denn? Ja, die Katze, unsere Katze hat die Teekuchen gefressen. Aber ich sag, Liebling, doch keine Sorgen, ja, wir kaufen uns dann eine neue Katze, nicht? Ja. Ansonsten habe ich eine sehr gut gehende Familie, zu der außer meiner Person, der Frau Mama, auch meine beiden Kinder gehören, zwei Töchter habe ich. Jawohl, sie schauen mich so entsetzt an. Ganz recht, ich habe zwei Töchter. Jeder Mensch hat im Leben mal eine Sternstunde und ich hatte eben zwei. Ne? Damit liegt natürlich auch das Erziehungsproblem in meinen Händen. Ja? Damit bin ich avanciert zum Erziehungsberechtigten. Das ist natürlich eine Frage auch der Autorität. Scheint eine schlechte Akustik hier zu sein. Sie haben es scheinbar nicht so recht verstanden. Ich sagte Autorität, ja? Ja, das käme mir dann auch zu. Bitte schön, ich kann es Ihnen beweisen. Meine Schwester schickte eines Tages ihren Sohn zu mir und bat mich, den Knaben doch jetzt für das Leben vorzubereiten, ihn, wie man so schön sagt, aufzuklären. Klaus-Dieter kam zu mir, ich nahm ihn mit in mein Zimmer. Ich sagte, Klaus-Dieter, setz dich hin und dann erzähle ich dir alles, was du wissen musst. Ich sagte, pass mal auf, mein Junge, das ist also alles biologisch zu betrachten. Es gibt also Damen und Herren oder es gibt, sagen wir mal, Männer und Frauen, ja? Und wenn nun zum Beispiel der Mann oder sagen wir besser der Herr, wenn also nun der Herr mit der Dame und ich meine, das heißt, wenn die Dame also nun auch, aber das musst du wieder ganz anders sehen, wenn also nun ein Mann, der du ja werden willst und dieser Mann, ja, sagt er, lieber Onkel, was druckst du denn so rum, was willst du denn nun eigentlich wissen? Darum habe ich mir immer gesagt, es ist doch ein Glück, dass ich zwei Mädchen habe, denn Mädchen lassen sich bedeutend leichter erziehen. Wirklich. Es ist so, ich habe zwei Töchter, eine große und eine kleine. Eine kleine mit 4 Jahren noch. 4 Jahre, 5 Jahre. Wir waren im vergangenen Sommer auf Reisen. Meine Herren, bitte eine Frage an Sie. Sind Sie schon mal mit Ihrer Tochter, soweit Sie eine haben, allein mit ihr in der Eisenbahn gefahren? Es gibt nichts Schöneres als Erziehungsberechtigte dann da sitzen, ja, mit der Kleinen neben sich und sie frühstückt gerade ein Leberwurstbrot und einen Apfelsaft dazu und es geht alles wunderbar und gegenüber sitzen dann 3 Tanten, ja. 3 Tanten sitzen da, die nur darauf warten, dass irgendetwas passiert, aber es passierte gar nichts. Sie aß ihr Leberwurstbrot, sie trank ihren Apfelsaft nicht und es ging alles sehr schön. Sie dachte an ihre Kinderstube dabei wahrscheinlich. Und bis zu dem Moment, wo sie plötzlich gegenüber eine Tante sah, eine Tante, auf der blieb sie einen Moment mit ihrem Auge haften. Ich möchte es so ausdrücken, das ist wahrscheinlich auch sehr richtig ausgedrückt, Sie werden es gleich merken. Diese 3 Damen, ich möchte sie beschreiben. Es gibt also Damen, Modefachausdrücke, die Damen sind schlank, die Dame ist vollschlank und die nächste Kategorie, ja, da wusste allerdings meine Tochter dann einen sehr treffenden Ausdruck dafür. Sie sah diese Tante also an, die gegenüber saß, diese sehr beleibte Tante, und sie sagte dann plötzlich lauthals durchs Abteil, Papi, guck mal, ist die Tante aber fett? Ja, da bricht eine Welt zusammen, die Welt des Erziehungsberechtigten. Nämlich, ich habe meine Tochter geschnappt, raus auf den D-Zuggang. Ich habe gesagt, liebes Kind, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht in der Öffentlichkeit hier auf die Tante zeigen und sagen, die Tante ist fett, das kannst du mir eventuell zu Hause erzählen. Ich habe also gesagt, du und pfui, habe mich an meinen eigenen Worten wieder aufgerichtet, es rollten die Tränchen und dann stiegen wir wieder ein. Das heißt aber nicht ins selbe Abteil.
So weit reichte der Mut dann doch nicht. Wir gingen ins Nachbarabteil rein, das hätte ich eben nicht tun sollen, denn da saß die Tücke des Objekts, wie man so schön sagt. Da saß eben eine Dame, ja, nun möchte ich sie Ihnen gerne beschreiben, ohne die Hände dabei zu gebrauchen. Diese Dame, die saß also da, da halfen so gar keine Dragee 19 mehr, wie man so schön sagt. Ja, die saß uns also gegenüber. Mir brach der Angstschweiß aus. Meine Tochter grinste mich an. Ich drohte ihr verschämt mit dem Zeigefinger. Sie schüttelte das Köpfchen, setzte sich und sagte dann sehr verschmitzt, die Tante betrachtend, Papi, die Tante, über die unterhalten wir uns eventuell zu Hause. Ja, ja, das ist eben, danke schön. Und was will man machen? Ich hatte sie im vergangenen Jahr auf Anraten unseres Hausarztes aufs Land geschickt. Der sagte, Kinder müssen mal raus aus der Stadtluft, raus aufs Land, das ist gesund, frische Luft. Ja, und sie war auch da bei Bekannten auf einer LPG, hat sich wunderbar erholt. Also ich kann es nur empfehlen, sehr schön erholt. 3 Wochen, dann kam sie zurück und das kleine Plappermäulchen stand gar nicht mehr still. Was sie alles gesehen hatte, das ist doch bitte schön eine Sensation für Stadtkinder, aufs Land zu kommen, die Tiere dort alle zu sehen, die Pferde und die Enten und die Gänse und die Hühner und die, naja, und die Kühe. Papi und Kühe hatten die da. Kühe und einen Ochsen hatten die da, Papi, einen Ochsen. Papi, der war größer wie du. Ja, sehen Sie, und da vergisst man dann allerdings Makarenko nicht und greift dann also zu. Das sollte man nicht tun. Ich meine, es gibt auch andere Methoden. Die kleinen Tränchen rollten wieder nicht. Und sie versuchte, sich zu entschuldigen und stammelte dann unter Tränen. Papi, darfst nicht böse sein. Ich hab das nicht so gemeint. So einen großen Ochsen wie dich gibt's ja gar nicht. Ja, schaut, dann sagte sie, aber Schweinchen hätten die da gehabt. Schweinchen, so kleines Schweinchen, Papi, haben die da gehabt. So kleines Schweinchen. Aber die waren frech. Die haben das große Schwein einfach umgeschubst und dann haben sie ihm alle Knöpfe von der Jacke gefressen. Ja, aber schauen Sie, andere Kinder, andere Sorgen. Ich hatte meinem Neffen, hatte ich einen Roller geschenkt zum Geburtstag. Nun ja, nun gehört ja Jugend, Tempo und Technik, das gehört zusammen. Und der Junge den Roller sehen, schnappen, runter auf der Straße und ab ging die Post. Ich sage, Junge, sei vorsichtig, fahr langsam. Ha, Onkel ist gut. Rum im Häuserblock kam er schon wieder an. Der Onkel, gucke mal, ich fahr bloß mit einer Hand. Ich sage, Junge, sei vorsichtig. Onkel, ja, guck mal, jetzt fahr ich ohne alle beide Hände. Ich sage, Junge, sei vorsichtig. Da kam er schon wieder rum im Häuserblock und sagte, Onkel, guck mal, jetzt fahr ich ohne Filme. Ja. Aber es ist natürlich ein Irrtum, wenn man glaubt, meine Damen und Herren, Jugend, Tempo und Technik gehörten zusammen. Da stand ich an einer Straßenkreuzung. Lebhafter Verkehr. Autobusse, Fahrräder, Straßenbahnen, Taxi und PKWs und was weiß ich eben alles. Und da steht am Straßenrand, also am Bürgersteig, da steht ein altes Mütterchen, eine Oma. Die traut sich nicht rüber auf die andere Seite. Ich kann's ja verstehen. Ich sage, na Oma, was ist denn? Na los, rüber auf die andere Seite. Was soll passieren? Zebrastreifen. Wir leben im Zeitalter der Technik, bitte. Nein, nein, sagt der junge Mann. Nee, ich trau mich ja nicht rüber auf der anderen Seite bei dem der Wure hier. Sag mal, Oma, was soll denn sein? Nun mal los, kommen Sie hier. Eingehakt, Oma rübergebracht auf die andere Seite. Es ging wunderbar. Oma strahlte drüben, als wir sicher durch den Verkehr kamen. Sag mal, Oma, wo soll's denn nun hingehen? Ach, sagt sie, hätten Sie noch 5 Minuten Zeit, ja? Könnten Sie mich nach rüberbringen auf die Seite da? Ich sage, na Oma, selbstverständlich, man ist ja Kavalier, nicht? Oma eingehakt, rübergebracht auf die andere Seite, gut gelandet drüben, konnte ja gar nichts passieren an meinem Arm, da ich bitte Sie. Und drüben nun sage ich aus Höflichkeit, Oma, was denn nun, wo soll's denn nun hingehen? Da sagt sie zu mir, danke, weiter brauche ich nicht, hier steht mein Moped. Siehst du, da habe ich mir als Vater immer eingebildet, diesen Problemen begegnen zu können, wenn man sich abends auf den Bettrand zu seinem Kind setzt und mit dem Märchenbuch versucht, die Situation zu retten, ein Märchen vorliest. Ja, warum tun Sie es denn nicht? Das, wie bitte? Wer war das? Warum tun? Ich, Herr Breit. Herr Breit, guten, ja. Guten Tag. Herr Herrich, schönen guten Tag. Herr Reihe. Jetzt ja. Sind Sie erstaunt, was? Das kann man wohl sagen. Ja, ich bin nämlich auch einer Ihrer Teetrinker. Ach was, Ist man denn nirgends vor Ihnen sicher, ne? Ja, Paul, ich habe mir gedacht, heute Nachmittag gehst du dich ein bisschen erheitern, ach so, ja. Kommst hierher,
abwarten und Tee trinken. Bitte, was heißt denn abwarten und Tee trinken? Hm? Na, abwarten. Vielleicht wird es doch noch interessant. Niemand weiß. Also bitte, ja? Also ich verbitte mir Ihre Kritik. Wenn sie nicht passt, können Sie ja bitte wieder gehen. Ich möchte bitte in Ruhe weiter plaudern. Ja? Was machen Sie? Ich plaudere. Sie plaudern? Ich plaudere, ja. Plaudern? Na ja, nur bitte, ja. Was plaudern Sie denn so? Ich habe zum Beispiel jetzt über Kinder geplaudert. Ja, das war eine ziemliche kindische Plauderei. Das also bitte, ja. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, wenn es nicht passt, können Sie gehen, setzen Sie hin, lassen Sie Ihren Tee nicht kalt werden. Was wollen Sie überhaupt mit der albernen Aktentasche? Das ist keine Aktentasche, das ist eine Plaudertasche. Also bitte, ja. Was soll denn das alles, sagen Sie mal? Ja, ich hörte, wie Sie so plauderten. Ja. Wie Sie so plauderten, dass Sie nicht wüssten, was Sie Ihren Kindern erzählen sollen. Naja, da habe ich gedacht, trittst Herr Preil plaudernd in die Seite. Sagen Sie bloß, Sie wollen meinen Kindern Märchen erzählen, ja? Ja, genau. Genau erraten, Herr Preil. Genau das will ich. Moment mal, kennen Sie überhaupt Märchen? Na, aber ich kenne jedes Märchen. Natürlich, pass mal, was mir so auf Anhieb einfällt. Kennen Sie das schöne Märchen? Jerry Wolf und die sieben Zwerge. Komm, Sie an. Der Wolf und die sieben Geißlein. Ah, ja, das meinte ich ja. Oder Hänsel und Gretel im Glück. Herrliche Märchen. Das ist Hans im Glück. Ach, der war allein. Ja, bitte. Na, wie Sie wollen. Ja, und kennen Sie das andere von der Katze mit den warmen Schuhen? Das dürfte der gestiefelte Kater sein. Ja, ja, das war. Na, also bitte schön. Und dann dieses, warte, wie war denn dieses mit dem, wo die Katze, wissen Sie, die Katze liegt da so, der Bauch ist aufgeschnitten, drei Raben flattern heraus, aber dem Meister Nadelöhr war das viel zu wenig, er wollte ja sieben auf einen Streich. Ja, 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 die alten Helden sagen. Sagen Sie mal, Sie bringen hier alles durcheinander. Ja, glauben Sie denn, dass meine Tochter Ihnen 5 Minuten nur zuhören würde? Ach doch, ja, das glaube ich schon. Ja, das glaube ich schon. Wie alt ist eigentlich Ihre Tochter? Meine Älteste ist 17. Ach, ein vorzügliches Alter. Und so gesund. Ne? Also bitte, ja, lassen Sie das. Aber da in dieser Altersklasse liest man ja ganz was anderes, Herr Preil. Ach? Ja, eigentlich mehr Kriminalromane. Kriminalromane, aha. So meinen Sie, ja? Ja, das weiß ich sogar. Das wissen Sie, woher? Ja, ich schreibe ja selbst Krimis. Bitte was? Ich schreibe selbst Kriminalromane. Sie schreiben selber Kriminalromane? Ja. Soll ich Ihnen mal einen vorplaudern? Naja, also bitteschön, wenn Sie einen da haben, bitte. Ich habe zufällig einen bei mir. Na, das könnte ja sehr spannend werden, nicht? So ein Kriminalroman von Ihnen. Ein Entwurf? Ein Entwurf. Und wie heißt Ihr Kriminalroman? Der heißt, Moment. Hm? Ja, Grünlicht. Wie bitte? Ja, ja, Grünlicht. Ach, Grünlicht. Ja. Naja, das verspricht ja schon sehr viel. Also bitte fangen Sie an, ja? Es geht los. Es geht los, ja, bitteschön. Erstes Kapital. Ja, und das dürfte schon falsch sein, ja? Das heißt nämlich erstes Kapitel. Herr Preil, wenn ich Sie bitten dürfte, wenn ich nun schon aus meinen Werken lese, bitte nicht mehr unterbrechen, nein? Nein, ich sage nichts mehr, keine Sorge. Also, Herr Preil, es geht los. Ja. Erstes Kapitel. Ja. Entschuldigung, das ist ja schon wieder falsch. Also, Herr Preil, ich habe gesagt, erstes Kapitel, bitteschön. Wenn Sie nun alles besser wissen, dann wissen Sie vielleicht jetzt schon, wer der Täter ist. Ja, ich bin es jedenfalls nicht, aber ich möchte es gerne endlich wissen, wer der Täter ist. Ja, woher soll ich denn wissen? Wir sind ja erst auf Seite 1, nicht? Entschuldigen Sie, Sie haben doch das Buch geschrieben. Ja, aber auch von vorn, nicht? Also los, Herr Preil, jetzt bitte wirklich nicht mehr. Ja? Nein, ich sage nichts mehr, ich unterbreche auch nicht mehr, bitte schön. Also, erstes Kapitel. Ich habe ja gar nichts gesagt. Nee, noch nicht, noch nicht. Das, man weiß nie. Erstes, wir lassen das weg. Seite 1, nicht wahr? Jetzt geht's los. Stockfinster war die schwüle Sommernacht. Schwärzer als das schwärzeste Schaf. Das ist spannend. Ja, ja, ja. Kein Baum, kein Strauch war zu sehen. Nur der Sultan winselte leise vor sich hin. Aha, 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 aha. Was denn nun? Ja, naja, die Geschichte spielt also im Orient. Wie kommen Sie denn nur darauf? Na, wenn Sultan stöhnt? Der Sultan stöhnt nicht, er winselt. Aha. Außerdem ist Sultan der Polizeihund vom Kommissar Meier. Ach so, na ja, das war schon mal. Also bitte weiter. Weiter? Leise winselte auch der Kommissar vor sich hin. Na, ich denke, der Sultan winselte. Na, die winselten beide. Na, wieso denn? Bei ihnen war kalt. Quatsch, kalt. In der schwülen Sommernacht. Das ist die Aufregung, Herr Preil. Wo bleibt denn sonst die Spannung? Na, das frage ich Sie. Also, bei mir ist immer Hochspannung hier. Weiter. Weiter. Leise säuselte der Wind auch in der Hochspannung. Da stutzte Kommissar Schulze. Na, ich denke, Meier heißt der. Ja, Herr Preil, der hat sich verwandelt, der was? Hat sich unkenntlich gemacht. Das ist schön. So. Bitte?
Sie müssen das auch verstehen, Herr Breyer. Wieso? Na, das ist bei Sherlock Bonds auch so. Bei wem? Bei dem Sherlock... Sherlock Holmes heißt er. Sie wollen es ja ganz egal. Also jetzt, Herr Breyer, jetzt wird es ja erst richtig spannend. Plötzlich zuckt Kommissar Meyer zusammen. Na, Moment mal, was denn nun, Meyer oder Schulze? Sie bringen ja völlig durcheinander. Sehen Sie, so verwirren sich hier die Spuren. Ja. Sie verwirren ein Menschenskind. Sag mal, warum zuckt denn nun der Kommissar zusammen? Was heißt na? Warum wohl? Das weiß ich doch nicht. Erraten Sie es denn nicht? Wieso erraten? Woher soll ich das wissen? Erzählen Sie es schon. Ja, wollen wir nachsehen. Na, bitteschön. Ja, muss ich erst mal umblättern. Ne? Na, bitte. Na, da steht's doch. Na, also. Ja. Den Kommissar überfiel plötzlich ein unerträgliches Stechen. Sein Gesicht zuckte nervös. Aha, und das war die Spannung? Nein, das war ein Ameisenhaufen, da lag er drin. Ach bitte, Menschenskind, was soll denn das? Bitte, wo bleibt denn jetzt nun der Täter? Das weiß ich doch nicht, bin ich denn der Kommissar? Also ich möchte jetzt wissen, wer der Täter ist. Sehen Sie, das wollte der Kommissar ja auch wissen. Also, weiter. Weiter. Da! Da! Wo? Da hier. Ach so, das weiß ich ja nicht. Da raschelte es plötzlich in den Blättern. Moment, Sie haben gesagt, kein Baum, kein Strauch ist zu sehen. Bitte, wo kommen die Blätter her? Ja, die kommen von der Wochenpost. Bitte? Ja, da lag eine Zeitung, die hatte der Täter aus Versehen liegen lassen. Ne? So, dann woher wissen Sie denn das? Ja, Menschenskind, ich habe ja das Buch schließlich geschrieben. Ach so, na schön, gut. Also bitte weiter. Weiter? Ja. Aber jetzt... Herr Breyer. Was denn jetzt? Jetzt wird's erst richtig lustig. Lustig im Krimi? Ja, es erhöht die Spannung. Ach so. Passen Sie auf. Unter der Zeitung lugte plötzlich etwas hervor. So. Und was, Herr Breyer? Lass uns doch die alberne Fragerei. Ich weiß es nicht. Na ja, wahrscheinlich der Täter oder was weiß ich. Wie kommen Sie denn darauf? Der ist eingeschlafen beim Lesen der Zeitung. Ich sagte ja Wochenpost. Ach, bitte, aber ja. Aber hier, es lugte ja ganz etwas anderes hervor. Was lugte denn? Da wollen wir nachsehen. Moment. Das ist furchtbar wieder. Ja? Es lugte hervor. Was? Ein Hund. Was, ein Hund? Ah, nee, verdammt. Ist ein Dreckfehler. Ein Druckfehler. Hier, es muss heißen, eine Hand. Eine Hand. So, dann wollen wir mal umblättern. Nee, stimmt ja auch nicht. Ein Schuh. Was? Na, was denn nun? Moment. Zurück. Die Hand. Schuh. Stimmt ja alles nicht. Handschuh. Naja, Menschenskind. Handschuh. Das ist furchtbar mit Ihnen. Ist das spannend? Naja, das kann man wohl sagen. Es muss eben alles Hand und Schuh haben. Hand und Fuß, bitte! Fuß. Mit diesem Fuß stieß der Kommissar die Zeitung beiseite. Aha. Haben Sie mal eine Zeitung da? Was, habe ich eine Zeitung? Wozu brauchen Sie jetzt eine Zeitung? Ja, ich will mal hier einen Restauranttermin machen. Ein Lokaltermin? Gut. Klammern wir uns doch nicht an Worte. Bitte meine Aktentasche. In der Aktentasche ist eine Zeitung drin. Nehmen Sie sich die raus. Es ist nicht so passend. Handschuhe. Sehen Sie, Herr Breyer. Ja, bitte schön. Was soll so ich sehen? So fand also der Kommissar den Tatort vor. Aha. Er stieß mit dem Fuß gegen die Zeitung. Ja? So? Ja? Na bitte. Was? Was fand er da? Das weiß ich doch nicht. Handschuhe. Handschuhe? Handschuhe. Ja, na und? Was ist die Handschuhe des Täters. Aber entschuldigen Sie mal, so ein Mumpitz, das sind doch meine Handschuhe. Wissen Sie das genau? Das sind Ihre Handschuhe? Natürlich weiß ich das. Ich kenne doch meine Handschuhe, Menschenskind. Herr Prey! Was denn nun wieder? Wer hätte das gedacht? Was denn? Dann sind Sie der Täter. Ach, reden Sie doch kein dummes Zeug, Mensch! Und dieser Schluss steht in Ihrer Geschichte. Ach wo, der Schluss fehlte mir ja noch. Den hatte ich ja gar nicht. Aber wer hätte das gedacht? Herr Prey, mein bester Freund, ein Verbrecher. Herr Breyer. Ja, bitte, was denn nun schon wieder? Ich vergesse, ich sollte Sie noch grüßen von Herrn Schmidt. Bitte von wem? Von dem Herrn Schmidt sollte Herrn ich Herrn Schmidt, ja, vielen Dank, aber ich kenne keinen Herrn Schmidt. Das wenn er irgendeinen Herrn Schmidt kennt, also, naja. Nun stören Sie nicht mehr, ja? Widmen Sie sich Ihrem Tee. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie die kleine Störung, aber als Gastgeber muss man sich ja jedem Gast widmen, nicht? Und na, Herr Breyer, ich meinte, ich könnte zum Beispiel Ihre Gäste ja bewirten. Wieso Gäste bewirten? Na, wenn Sie Gäste haben. Nein, Moment mal, ja. Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie das nicht ernst. Kochen kann er nicht, Gott sei Dank. Also, Herr Breyer, das ist aber jetzt wirklich unfein. Wieso? Na, Sie wissen doch, ich bin ein zweiter Kulololos. Bitte, was jetzt? Nein, ein zweiter Kulololos. Ein zweiter Lukullus. Ja, das ist der Bruder, aber der konnte auch gut kochen. Ach, so kein dummes Zeug, Menschenskind. Wollen Sie damit behaupten, dass Sie kochen können? Ja, ich beherrsche die astronomische Miserie. Die gastronomische Materie. Ja, können Sie bei mir auch kriegen, was Sie wollen. Das ist schön gut. Stellen wir mal ein Menü à la carte zusammen. Was für ein Menü à la carte.
so ein Zufall. Ausgerechnet diese Fleischart kenne ich nicht. Das ist keine Fleischart. Menü à la carte heißt ein Gericht nach der Karte. Ja, ich koche ja nicht nach dem Atlas, ich koche nach dem Kochbuch. Also bitte schön jetzt. Ja, was soll es also geben? Na, was soll es geben? Ich würde sagen, ein Hasen. Hasen, gut, in Ordnung, einverstanden, ja. Ein Hasen. Nun gibt es ja aber verschiedene Hasengerichte. Es gibt verschiedene Hasengerichte? Natürlich, es gibt zum Beispiel falschen Hasen. Na, das soll mal bei mir einer probieren, mir einen falschen Hasen andrehen. Aber nicht doch, es gibt auch verschiedene Hasenbezeichnungen. Kennen Sie zum Beispiel Dachhasen? Nein. Kennen Sie Stallhasen? Nein, ich kenne nur Betthasen. Die gehören nicht hierher! Nein, die gehören ins Bett. Also bitte, Herr Herrich, ja, wie bereiten Sie nun einen solchen Hasen vor? Naja, ich tanze Walzer, trinke eine Flasche Wein. Nein, ich rede hier von meinem Hasen, nicht von Ihrem Hasen. Ach, Sie sprechen gleich von meinem Hasen. Ja. Herr Prall, ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Ich merke es ja schon wieder. Sie wollen was von mir lernen. Wir bereiten einen Hasen zu. Ja, gut, bitte. Herr Prall, Sie nehmen den Hasen. Ja, bitte. So. Oder so. Na, wie denn nun? Wir können auch so nehmen. Na ja, bitte schön. Sagen. Nehmen den Hasen. Ja. Und jetzt? Was jetzt? Wird der Hase erst einmal gerupft? Nein, dummes Zeug, der Hase wird nicht gerupft. Sie können eine Ente rupfen. Gut, machen wir eine Ente. Nein, wir machen keine Ente, wir bleiben jetzt beim Hasen. Einem Hasen wird das Fell über die Löffel gezogen. Geht das mit dem Messer nicht viel einfacher? Wenn in der Jägersprache heißen sie Ohrenlöffel. Das ist doch Unsinn. Kommen Sie mal zum Arzt und sagen, ich habe Löffelsausen. Das ist dummes Zeug jetzt weiter. Was machen Sie dann mit dem Hasen? Dann wird der Hase gereizt. Was wurde? So. Gebeizt. Und dann wird er 3 Tage, nein, noch länger, gewürzt. Gewürzt? Richtig gewürzt. Aha, womit? Mit einem Spezialmittel, mit Hasenpfeffer. Ja, das ist schon wieder ein Gericht. Schon wieder ein Gericht? Ja. Das ist ja die reinste Hasenjustiz. Also bitte schön jetzt. Und passen Sie auf, kommt der Hase endlich mal bei Ihnen in die Pfanne? Nein, der kommt bei mir nicht in die Pfanne. Wieso nicht? Es geht nicht. Warum? Ich kann die Tierchen nicht leiden sehen. Hören Sie mal zu, Sie können die Tierchen nicht leiden sehen, dann könnten Sie auf Jagd gehen und einen Hasen schießen. Würde ich auch nie machen, dann würde ich Sie mitnehmen. Ich was soll würde ich Sie bitten, dabei? Mitzukommen. Ja, was soll ich? Wollte ich Sie schon lange fragen, ja, würden Sie mal mit mir auf Jagd gehen? Ja, warum bitte schön? Ja, Moment mal, haben Sie überhaupt ein Gewehr? Ja, natürlich habe ich ein Gewehr. Sie haben ein Gewehr? Ich habe mir eins besorgt. Was Sie haben Sie? Hat der Mensch, der ein Gewehr besorgt, hat überhaupt keine Ahnung von der Jagd? Ja. Ja, Moment mal, Sie haben also Ahnung von der Jagd oder wissen Sie nichts? Aber ich weiß von der Jagd alles. Ja, wissen Sie zum Beispiel, was Anstand ist? Bitte, Moment, Anstand? Ja, natürlich. Gehört das zur Jagd? Na, selbstverständlich gehört das zur Jagd. Ah, wissen Sie zum Beispiel, was Pirsch ist? Pirsch? Ja, Pirsch. Ja, das ist ein Druckfehler, muss Hirsch heißen. Nein! Wir beide pirschen durch den Wald, wir schleichen uns auf das Wild zu. Ja, wir pirschen eben. Ja gut, wir haben schon so viel gemacht, warum sollen wir nicht mal pirschen? Ne? Pirschen. Also schön, und Sie haben Ahnung vom Gewehr, ja? Ja, ich habe ja eine Gebrauchsanweisung. Eine was? Ach, die Gebrauchsanweisung. Ja, da hinten läuft zum Beispiel der Hase, ja? Sie nehmen die Gebrauchsanweisung raus, lesen Sie, inzwischen ist der Hase weg. Er wird ja mal wieder zurückkommen. Ach bitte, ja. Kann also ja nicht ewig da bleiben. Sagen Sie mal, also kommen Sie mit mir mit? Ich komme Jagd? Gern mit. Ach, das ist schön. Das muss man ja erleben, nicht? Ja, da halten Sie den Hasen und ich schieße. Jawohl, das könnte Ihnen so passen. Geben Sie mal das Gewehr hin. Jetzt wollen wir erst mal hier kontrollieren, was hier los ist. Ja. Also, hier das Gewehr. In wie viele Teile zerfällt es? Ja, das kommt darauf an, wie ich mit ihm hinfalle. Nein! Sie nehmen also Ihre Büchse. Was mache ich? Sie nehmen also Ihre Büchse. Ach, welche? Wieso welche? Wie viele haben Sie denn? Na, 2. Wieso 2? Eine mit Jagdwurst, eine mit Leberwurst, die habe ich da in... Nein, ich rede nicht von Konservenbüchsen, ich rede hier vom Gewehr, von der Flinte oder von der Büchse, ja? Also, Herr Prall, Sie bringen ja schon wieder alles durcheinander. Gewehr, Büchse, Flinte, Leberwurst, was Sie mir alles erzählen. Ich wollte jetzt zunächst erst mal wissen, was Anstand... Ja, na, Moment mal, das will ich Ihnen ja erklären. Lassen Sie erst mal vom Gewehr erzählen, ja? Bitte. Also, schön das Gewehr jetzt. Passen Sie auf. Es gibt auch den schönen Ausdruck, den werden Sie sicher kennen, die Flinte ins Korn werfen. Daran merken Sie schon, was eine Flinte ist. Die Flinte ins Korn werfen, kennen Sie das? Ah ja, ja, das kenne ich, die Flinte ins Korn werfen. Na also, das ist ein schönes Sprichwort. Na also. Die Flinte ins Korn werfen. Na, wissen Sie, wie ist denn etwas? Also bitte passen Sie auf, was ist das hier vorne? Das ist schön. Das ist der Lauf. Ein schöner Lauf. Ja, was ist das hier hinten? Das ist der Kloben. Das ist der Kolben. Kolben. Und das ist die Kimme und das ist das Korn. Das Korn. Ah, und da hinein wird die Flinte geworfen. Aber nein, Menschenskind! Ich erzähle Ihnen was von Gewehren, von Flinten und Sie kommen in Ihrem albernen Kornfeld dazwischen. Ach, den kennen Sie auch? Wen? Den alten Kornfeld, war mein Mathematikprofessor, netter Kerl. Jetzt muss ich mal unterbrechen. Ja. Ich muss unterbrechen. Was ist nun schon? Sehen Sie mal hier vorn am Gewehr. Was ist da? Na, da ist ein Loch. Na und? Herr Prall, da ist ein Loch. Na und? Ja, ich will es nur erwähnen, damit Sie nachher nicht wieder sagen, ich war es. Oh, bitte, Menschenskind. Nehmen Sie jetzt das Gewehr. Ja. Legen Sie es bitte an die Schulter an. Jawohl. Sie sollen es an die Schulter... Oh, jetzt passen Sie doch auf. An die Schulter anlegen. An die Schulter anlegen. Schulter anlegen. Bitte an die Schulter, habe ich gesagt. Wo haben Sie denn Ihre Schulter?
Entschuldigen Sie, Herr Breit, ich dachte, ich bin größer. Nein, also. So, bitte, jetzt zielen. Schielen. Nicht schielen, zielen. Über Kimmel und Korn. Über Kümmel und Korn. Über Kimmel und Korn. Sag mal, wo schießen Sie denn hin? Sie schießen doch glatt ins Gras. Das macht nichts, ich bin Vegetarier. Das ist nicht so. Höher! Höher! Nicht so hoch, der Hase fliegt doch nicht. Der springt vielleicht gerade. Also, bitte halten Sie das Gewehr ruhig jetzt. Nicht so hin und her. Der Hase läuft zickzack. Quatsch, zickzack, Mensch, Kind. Jetzt ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. So, schön. So, und bitte jetzt die Luft anhalten. Jetzt drücken Sie bitte ganz langsam auf den Hahn. Ja. Was ist denn nun wieder los? Herr Brei. Was ist denn? Aber Herr Brei, also jetzt haben wir die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Also ich war der felsenfesten Überzeugung, wir sind auf Hasenjagd. Das sind wir doch auch. Ja, wo kommt denn plötzlich der Hahn her? Och, Menschenskind. Der ist doch dran an Ihrem Gewehr. An meinem Gewehr ist ein Hahn? Natürlich. Wir hatten da einen Hahn dran gebammelt. Doch nicht dran gebammelt, der ist unten dran. Das ist so ein kleiner Hahn. Ach, das ist ein Küken. Danke. Quatsch, ein Küken, Menschenskind. Jetzt schießen Sie endlich. Jawohl, bum, 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 bum. Ist doch kein Maschinengewehr. Das ist der Rückschlag. Quatsch, der Rückschlag. Wie Sie schießen und weg ist Meisterlampe. Ach, da ist auch ein Elektriker im Wald. Menschenskind, Mama, Donnerwetter. Zum Donnerwetter, das finde ich auch, Herr Preis. Sie erzählen mir was von Elektriker und was weiß ich von Leberwurst und Büchsen und sowas. Ich wollte doch nur wissen, was Anstand ist. Naja, sollen Sie auch erfahren, aber lassen Sie mich da auch mal zu Worte kommen. Bitte passen Sie auf, was Anstand ist. Wir beide pirschen durch den Wald. Pirsch. Plötzlich hocken Sie sich hinter ein Gebüsch und drücken los. Herr Preil, und das nennen Sie Anstand. Ja, das ist doch wahr. Mit Ihnen kann man sich wirklich über nichts ernsthaft unterhalten. Den ganzen Teenachmittag bringen Sie mir durcheinander. Ah, das ist nur der Dank. Kennen Sie Humperdinck? Was für ein Ding? Danke, schönes Genüg schon. Was verstehen Sie von Brahms? Brahms, ja. Ja, gutes Buch geschrieben, sehr gutes Buch. Ein Buch geschrieben? Na, über die Tiere, wissen Sie. Das ist Brahms Tierleben. Ja, Sie sprechen es Englisch aus. Oh, bitte, ja. Kennen Sie die Unvollendete von Schubert? Was, wie heißt das? Die Unvollendete von Schubert. Naja, der soll das fertig schreiben, dann reden wir wieder drüber, nicht? Wer wird über unfertig? Aber bitte, Franz Schubert war ein großer Musiker. Der Schubert? Ja. Ja, bin ich auch ein großer Musiker. Sehen Sie mal, das ist die Vollendete von Herrn. Was denn? Ja. Nun das ist Ihr Werk? Ja. Donnerwetter. Ja. Ist ja toll, ist ja direkt eine Partitur. Ja, ist eine Partie in Dur und eine Partie in Moll. Bitte, ja? Ist ja sehr interessant. Was sollen das sein, drei Viertel oder sechs Achtel? Na, ich habe einen Pfund genommen, man soll nicht so kleinig sein, nicht? Bitte schön, ich rede vom Tonmaß. Was verstehen Sie unter Tonmaß? Och, wenn ich dran denke, kriege ich schon einen Durst. Nein, kein Maß aufs Ton. Ach so, nicht. Tonmaß, ja, ich rede von der Musik. Ja? Moment mal, wo haben Sie denn den Violinschlüssel gelassen? Na, was ist denn, was suchen Sie denn? Manu? Was denn? Ich werde ihn doch nicht verloren haben. Aber nicht, doch wissen Sie nicht, was ein Violinschlüssel ist. Naja, ich suche ja schon den Vitrinenschlüssel. Nein, nicht doch Vitrinen, ich sagte Violinenschlüssel. Oh. Ja, wissen Sie nicht, was eine Violine ist? Ja, auf keinen Fall eine Vitrine, das ist klar. Die Violine ist ein Musikinstrument. Ach ja. Ja, das ist klar. Das ist klar, völlig klar. Ja, wer es glaubt. Damit verbindet sich gleich eine weitere Frage, würde ich sagen. Sagen Sie mal, was macht denn zum Beispiel ein Streicher? Der streicht. Oder? Er streicht nicht. Nein, was er spielt. Na, vielleicht Skat, was weiß ich, was der spielt. Bitte schön, er hält in der rechten Hand den Bogen. Was hält er in der linken Hand? Den Pfeil. Nein, er streicht über. Über Berg und Tal. Aber lieber Freund, ich erzähle Ihnen etwas von der Geige. Sie erzählen was von der Geige, ja. Also bitte schön, wie nennt man das Instrument also noch? Ein Geigerzähler. Ach Quatsch, bin ich kein Geigerzähler. Ich rede hier von Violine oder Geige, ja? Bitte, und wie nennt man jetzt also den Musiker oder wie heißt der Musiker, der dieses Instrument spielt? Schubert. Nein, Mensch. Ja, dann kenne ich den Mann nicht, was soll ich denn? Da kennen Sie denn wenigstens noch ein anderes Streichinstrument. Ja, den Pinsel. Haben Sie schon mal auf dem Pinsel Musik gemacht? In den seltensten Fällen, nein. Aber Herr Pall, wäre es nicht Zeit, wenn ich jetzt endlich etwas singe? Was wollen Sie? Ich möchte gerne singen. Sie wollen was singen? Ja, Sie halten mich ja noch in der Hand. Ich halte Sie in der Hand? Ich meine, das Werk von mir. Ach so, daraus wollen Sie etwas vorsingen? Ja, und zwar nicht allein, sondern mit Ihnen im Duett. Was, mit mir im Duett? Im Duett. Das tut mir leid, ich möchte mich nicht blamieren. Ach, na, Herr Pall, auf einmal mehr oder weniger kommt es ja nicht an. Also bitte, ja? Wollen wir mal ein bisschen... Also bitte schön, dann haben Sie es. Ja? So, wollen wir mal sehen. Bitte. Das ist Ihre Partitur, das ist meine Partie Moll. Und nun geht's los. Ja, bitte, und was kriegt der Pianist?
Der kriegt ein Bier. Nein, der braucht da auch Noten. Der braucht auch Noten. Der kriegt da auch ein Stück. Geben Sie es mal weiter, ja. Aber sparsam damit umgehen, mehr gibt's nicht. So. Schnippelchen, Mensch. Herr Preil, ich gebe mal 4 vor. Bitte sehr. 4 gebe ich vor. 1, 2, 3, 4. Aua! Schauen Sie mal, was soll denn das? Und seien Sie doch nicht wieder so unmusikalisch. Also bitte. Also doch mal. Konzentration. Ja, bitte. 1, 2, 3, 4. Was man bei den kleinen Mädchen schnell schafft, schafft man auch bei Damen der Gesellschaft. Damen sind, wenn Amors fein, sie trifft doch auch nur Frauen. Wo die Liebe hinfällt, da sind alle gleich. Denn die Liebe fragt nicht, ob arm oder reich. Sie packt den kleinen Mann, sie packt den feinen Mann, sie packt einen Helden und auch den kleinsten Steuerzahler. Wo die Liebe hinfällt, da schweigt der Verstand. Du kannst ein Genie sein, ein Geist, ein Gigant. Schaut dich ein Mädel an, ist leer dein Schädel dann, bis auf die drei Worte, ich liebe dich. Gegen dies Geständnis ist nach meiner Kenntnis auch eine Prinzessin nicht immun. Denn wenn der richtige Mann kommt, tut sie, wenn's drauf ankommt, ganz genau dasselbe, was die anderen Mädchen tun. Wo die Liebe hinfällt, da sind alle gleich. Denn die Liebe fragt nicht, ob arm oder reich. Darum gibt jeder Acht, dass sie für ihn auch lacht. Weil sie, wo sie hinfällt, so glücklich macht. Na bitte. Also, nein, das war ja. Na sagen Sie mal, Sie das wieder so einfach so gemacht haben. Sagen Sie mal, wie lange sind Sie eigentlich schon verheiratet? Ach, warte mal, 15 Jahre. Na Wette. Und was reizt Sie eigentlich so an Ihrer Frau? Herr Preil. Jedes Wort. Oh. Wo die Liebe hinfällt, da sind alle gleich. Denn die Liebe fragt nicht, ob arm oder reich. Sie packt den kleinen Mann. Moment, da fällt mir auch was ein. Ist ja? Möglich, meine Ihnen Tante, fällt ja, was ein. Pass auf, bitte, ja? Warum nicht mir auch? Meine Tante schenkte meinem Onkel zum Geburtstag einen Rasierapparat, einen elektrischen Rasierapparat. Ja, der Onkel hat sich gefreut. Ja, ja. Er sagte, du Tante, wenn ich mich so früh morgens rasiere, so elektrisch, dann fühle ich mich gleich um 20 Jahre jünger. Darauf sagte die Tante, ach, dann rasier dich doch bitte lieber abends. Ja? Wo die Liebe hinfällt, da sind alle gleich. Denn die Liebe fragt nicht, ob arm oder reich. Sie packt den Kleinen. Übrigens, Herr Preil, mir fällt noch was ein. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Oh. Einen ganz bösen Traum. Oh, erzählen Sie doch mal. Also es war so entsetzlich, Herr Preil, also so furchtbar. Ah, ich darf gar nicht dran denken. Was war denn? Das war so schrecklich. Ja, stellen Sie sich mal vor, im Traum, ja? Meine Frau kämpfte mit Sophia Loren um mich. Das ist doch kein furchtbarer Traum, wenn zwei Frauen um einen Mann kämpfen. Das ist doch großartig. Naja, schön, aber meine Frau hat gewonnen. Wo die Liebe hinfällt, da sind alle gleich. Denn die Liebe fragt nicht, ob arm oder reich. Darum gibt jeder Acht, dass sie für ihn auch lacht. Weil sie, wo sie hinfällt, so glücklich macht. Na wunderbar. Vielen Dank, Herr freundliche Unterstützung. So, und darf ich Sie jedenfalls bitten, vielen Dank, Herr Herrlich, vielen Dank. Widmen Sie sich nun wieder fleißig Ihrem Tee, ja? Ja, gut, trinke ich noch einen Top-Tee. Also mir wird schon ganz schwarz vor Augen von diesem vielen Tee hier. Wäre ich bloß zu Hause geblieben. Apropos zu Hause. Was denn nur schon wieder? Mir fällt ein, ich soll Sie grüßen von Herrn Schmidt. Ach bitte, ja, was soll denn das? Sag mir, wie oft wollen Sie mich denn von diesem Herrn Schmidt noch grüßen? Ja, entschuldigen Sie, der hat gesagt, ich soll Sie 1000 Mal grüßen. Also bitte jetzt, ja? Und stellen Sie sich das mal vor. Ich kann nicht mehr, das ist ja furchtbar mit Ihnen. Oh, jetzt ist Ihnen wohl nicht übel oder gar unwohl geworden. Naja, ist doch wahr, Menschenskind, da mit Ihren... Im Dazwischenreden, ja? Ach, Herr Preil, dabei ist der Herr Schmidt so ein netter Mann. Ich Wieso? War mit ihm im Urlaub. Ich werde mal erzählen vom vorigen Jahr. Stellen Sie sich mal vor, eines Tages, ich glaube, es war an einem Mittwoch. Bitte? Oder was dienstags? Ich weiß nicht. Also jedenfalls, wir stiegen in die Kegelbahn. Segelboot. Langsam. Ja, es ging uns zu langsam und darum sind wir im nächsten Hafen in ein größeres Schiff umgestiegen. So ein Segelschiff, so mit ganz großen Segeln, so. Ah, ich weiß schon, eine alte Fregatte. Nein, meine Frau war nicht mit. Bitte, was soll denn das? Sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich an Bord gekommen? Das würde mich allerdings sehr interessieren. Na, ich stand auf einer Bohle. Nein, auf einer Mole. Na, das ist ja Bier. Nein, das ist eine Molle. Gut, wie Sie wollen. Also, ich stand auf dem Bier. Nein, am Pier.
Naja, Sie sprechen sächsisch aus. Also ich bitte, was soll denn der Unsinn dauernd? Stand da also so rum und sang so vor mich hin. Ach, Sie sangen? Ja, ich sang, Kapitän, nimm mich mit auf die Reise. Und das konnte er nicht ertragen, dann hat er Sie mitgenommen. Sag mal, wie hieß denn eigentlich dieser Kapitän? Der hieß, warten Sie mal, wie hieß der? Ah ja, war ein guter Freund von mir, der hieß Heidewitzka. Bitte? Ja, Heidewitzka. Paul Heidewitzka. Was soll denn das? So, Paul Heidewitzka. Und dann ging es los, ja? Ja, das und ging als los. Was sind Sie mitgefahren? Naja, der hat mich mitgenommen als Augenarzt. Als was? Als Augenarzt. Als Augenarzt? Ja. Sie sind doch gar kein Mediziner. Ich fuhr mit als Augenarzt. Na, was haben Sie gemacht als Augenarzt? Kartoffeln geschält, die Augen raus. Was soll denn der Unsinn? Da fangen Sie endlich an mit Ihrer Seereise. Ja, also es ging eines Tages los, richtig große Fahrt. Ja, große Fahrt. Ja, wir haben also in das Wasser hineingestochen. Nein, Sie sind in See gestochen. Ja, es war feucht, ja. Und dann fuhren wir los. Ja, so richtig erst rechts rum und dann ein bisschen schräg rüber nach links, geradeaus. Da kam die Umleitung und dann mussten wir da rechts weg, da um die Insel herum. Und was für eine Insel? Ach, die kennen Sie nicht. Nein. Diese Insel da, USA Dome. USA heißt das. USA Dome. USA. Mit Dom hat das sowieso nichts zu tun. USA Dome. USA, streiten Sie doch nicht schon wieder. Ich hab's doch aufgeschrieben hier. Usedom. USA Dome. Ja, Sie haben wieder mal recht. Na, also bitte schön. Und dann kam ein Sturm herbei. Ah, sicher ein Orkan. Ja, es war ein sicherer Orkan. Orkan. Ja, es war Windstärke 28. Nein, das gibt's nicht. Das war im Schatten. Bitte. Und jetzt kam die Meerenge von Garibaldi. Wissen Sie? Gibraltar. Ja, ja, Sie waren schon mal dort. Die Meerenge, so eng, sage ich Ihnen. So, ach, was sage ich? So. Ja? Wir mussten alles so stehen, so quer stehen, dass wir da durchkamen. Da war es schlimm. Und dann gab es eine Flöte. Eine was gab's? Da kam eine Flöte. Nein, das ist eine Bordkapelle. Nein, nein, eine Flöte. Eine Flöte, was soll das sein? Kein Wind. Ach, das ist doch eine Flaute. Der Kapitän hat gesagt Flöte. Wer hat das gesagt? Der Kapitän. Zu wem hat er das gesagt? Zu mir. Ja, damit hat er Sie gemeint. Jawohl. Du bist doch barmisches Kind. Eine Flaute, das ist dasselbe wie den südlichen Gefilden, ein Monsun. Ach wo, da gibt's keinen Konsum. Kein Konsum, Mensch. Spinnen Sie doch keinen Seemannsgarn. Nein, Wolle. Naja, was soll ich lange reden? Also wir schifften uns ein und fuhren durch den Mississippi. Durch wen? Durch den Mississippi. Durch den Mississippi. Mensch, Sie müssen doch geschlafen haben auf Ihrer Weltreise. Oh, ich habe gut geschlafen in meiner Boje. In Ihrer Koje. Das ist ja erste Klasse. Ich fuhr zweiter. Und was? Dann kamen wir durch den Dschungel. Durch wen? Durch den Dschungel. Durch den Dschungel. Bitte durch den Dschungel. Dschungel. Ach, Dschungel, das ist ein Urwald. Wissen Sie nicht, was Urwald ist? Ich weiß nicht. Naja, pass auf, da hängen so Lianen von den Bäumen herab. Was denn nun schon wieder? Naja, das freut mich. Was ist denn? Kann ja mal vorkommen. Was? Kleiner Irrtum. Wie sagten Sie? Lianen hängen von den... Also Herr Frey, erstmal heißt es Lainen. Lainen, aber das ist ganz was anderes. Das sind die Schneemassen, die im Winter von den Bergen kommen. Nein, das sind Lawinen. Ja, das Konfekt, ja. Nein, das sind Pralinen. Ja, die eingewickelt. Och Mensch, also doch mal. Gang es dann durch den Ginges. Ja, das ist schon wieder falsch. Nochmal bitte. Dann gang es durch den Ginges. Nein, dann ging es durch den Ganges. Dann gang es durch den Ginges. Nein, dann ging es durch den Ganges. Dann gang es durch den Ginges. Nein, dann ging es durch den Ganges. Ja, Herr Freie, Sie kommen von der anderen Seite.